Das Bundesamt für Gesundheit meldet 5.033 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Hä? Wirklich? Neue bestätigte Infektionen? Unglaublich, wie wunderbar diese Welt ist, in der wir leben dürfen. Unglaublich. Neue Ansteckungen. Das versteht man noch halbwegs. Neu? Nicht gestern, nicht vorgestern, nicht letztes Jahr. Also irgendetwas heißt es. Es heißt einfach etwas im Zusammenhang mit Nachrichten. Ansteckungen, über die wir noch nicht berichtet haben. Eigentlich. Ich verstehe das so. Aber neue, bestätigte Ansteckungen. Da würde man sagen, das Gegenteil wäre neue, unbestätigte Ansteckungen, also vermutete, erträumte, erdachte, erwünschte, begehrte. Jedenfalls nicht bestätigte Ansteckungen. Sprache hat Bedeutung. Sprachliche Äußerungen haben Bedeutung. Und Begriffe haben eine Bedeutung, aber diese Bedeutung haben sie eben nur, wenn sie Unterscheidungen treffen. Ein Begriff hat nur einen Gehalt, wenn er irgendetwas ausschließt. Ein Begriff, der alles umfasst, alles bezeichnet, ist gehaltleer. Er hat keinen eigentlichen Gehalt. Rot hat als Bezeichnung einer Farbe nur dann überhaupt Sinn und Bedeutung, wenn es auch nicht rot gibt. Wenn alle Farben rot sind, dann ist rot identisch mit dem Begriff der Farbe und einfach bedeutungslos. Was ich sagen will, sehen Sie sehr schön an der Meldung, wenn sie weitergeht. Zudem meldet das BAG 98 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Wiederum die Feststellung, wunderbar, dass nur neue Todesfälle gemeldet werden und nicht bisherige, vom letzten Jahr, vom letzten Monat. Schon altbekannte, sondern tatsächlich nur neue, was auch immer das dann heißt. Auffällig aber ist, dass es eben nur neue Todesfälle sind. Sie sind eben nicht bestätigt. Hier kommt das Adjektiv bestätigt nicht. Diese Todesfälle sind also nicht bestätigt, sondern sie sind offensichtlich unbestätigt. Man muss das schließen aus der Satzstruktur. Und wenn sie unbestätigte Todesfälle sind, dann heißt das nichts anderes, als dass sie vielleicht gar nicht stattgefunden haben, dass sie erfunden wurden, dass sie gewünscht werden, dass sie vielleicht verachtet werden, was auch immer. Jedenfalls sind sie nicht bestätigt. Sprache hat Bedeutung. Und Adjektive zu verwenden hat ebenfalls eine Bedeutung. Weil wenn ich sie dann nicht verwende, das Nicht-Verwenden oder das Nicht in den Satz einbauen ebenfalls eine Bedeutung hat. Es wäre schön, eine mediale Berichterstattung würde das berücksichtigen.